Kopfball in die Spitze. Joachim Knob setzt sich gegen Marc Neidhöfer und Torwart Thorsten Klee durch. Der berühmte Auftakt nach Maß für die Hausherren und Tabellenersten. Der VfL hat sich am vorletzten Spieltag in Dietz die Meisterschaft der A-Klasse gesichert und steigt in die Bezirksliga auf. Das heutige Spiel soll als Abschluss dienen für die laufende Saison, die sehr recht erfolgreich verlief.